Sie sind die Hoffnung aller Gitarrensoundfans. Sie werden als die Rettung der britischen Indie-Szene bezeichnet. Kritiker sehen in ihnen das letzte Zucken des Rocks von der Insel. Die Palma Violets. Alles Mutmaßungen. Nur eines ist sicher, den jetzt gestarteten Hype hatte die junge Band aus Südlondon nicht geplant. When we formed the band, that's all we ever wanted to do. We never really thought about putting ourselves online or ever really thought about making a MySpace, yeah, or a Twitter. All we wanted to do was set up our own gigs and play to our friends and anybody who wanted to dance along to our songs. There's pressure from, say, like the label. It's not a bad pressure. They go, let's write some more songs. It's a good pressure when things turn against you and when people start like saying horrible things like on the internet as they do. It's not always bad. It sometimes spurs me on to write some good songs. If people say I can't write, then I'll go and write a good song. Ein fieser Kommentar im Netz spornt Sam, Gitarrist und Sänger bei den Palma Violets, an, noch bessere Songs zu schreiben. Das hat die Band, die sich vor knapp anderthalb Jahren gegründet hat, eigentlich gar nicht nötig. Mit knapp 20 Jahren haben die Engländer so ein gewaltiges Potenzial, dass sie ihre Plattenfirma gleich beim ersten Treffen sofort unter Vertrag nahmen. A little show for them in our studio, in our tiny little room. And we played all the songs we knew. And at the end of it, Jeff and Jeanette said they wanted to sign us, which was one of those kind of moments, very surreal moments, because I'd read so much about those two. Because I'd read a lot about the Libertines and the Strokes and the Smiths. And that was a really special moment. Nun erscheint mit 180 das Debütalbum von Palma Violets und das sorgt für ordentlich Wirbel. Fans und Kritiker sehen sie in einer Linie mit den erfolgreichsten Brit-Rock-Bands der letzten 10 Jahre. Für Sam ist der Vergleich haltlos. Er sieht seine Band nicht als das große Zugpferd der britischen Musikszene. Die Jungs gehen alles sehr gelassen an. You have me dancing in the sun. We're gonna try to keep everything quite low budget. We don't really want to spend too much money on. We'd rather spend money on touring the world than on music videos. You got me dancing in the sun. Für das erste Album griffen Palma Violets aber dennoch tief in die Kasse. Die Engländer engagierten gleich zwei Spitzenproduzenten, die 180 eine ganz eigene Note verpassten. Das Debüt kommt klassisch britisch rüber. Manchmal klingt die Band sogar wie aus einer anderen Zeit, wie aus einer vergangenen Zeit. It's what we really tried to do with it was just capture the live sound and live energy and put that onto a record. I mean, at the beginning we were quite nervous the first time we ever went into a recording studio because we'd never really heard ourselves back ever. But meeting Steve Mackey, who produced the record, and Rory Atwell, we had two producers, they really, really helped us and made us feel really comfortable in the studio. And they wanted the same things that we did. And and we're really proud of the record. Palma Violets, 2013 ist ihr Jahr. Und wir wissen, sie machen etwas draus.